Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Herrlich Ehrlich Menschenhautnah und auch diesmal wieder in unserem wunderschönen Studio im Palais Freiluft. Mein heutiger Gesprächspartner ist bekannt aus TV, Film und Bühne und er feiert jetzt bald einen runden Geburtstag und ich bin sehr froh, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat und hier ist Albert Fortell. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Lieber Albert, ich möchte so ein bisschen über dein Leben reflektieren. Man kennt dich als Schauspieler, aber, und ich sage das jetzt ein bisschen frech, du hast auch was Gescheites gelernt. Du hast Jus studiert, gell? Ja, das hört man oft, das haben auch meine Eltern gesagt, wie ich mich so das erste Mal geäußert habe, dass ich Schauspieler werden will. Und ich habe damals noch Jus studiert, hat sie gesagt, jetzt mach einmal das Gescheite fertig, obwohl mein Vater ja auch Schauspieler war. Aber die Antwort war nämlich meistens, jetzt machen wir das Gescheite fertig und dann wäre Schauspieler. Ich habe es dann parallel fertig gemacht, das Jurastudium, und war dann aber am Reinhardt-Seminar. Und irgendwie waren die Eltern dann recht befriedigt, so dass sich das beides einem Ende zugefügt hat. War das eigentlich aber immer schon dein Wunsch, vor die Kamera, auf die Bühne Schauspieler zu werden? Wenn ich jetzt sage, ich habe gebrannt seit meinem zweiten Lebensjahr, dann wäre das doch schwer übertrieben. Jein. Ich war immer gerne so ein bisschen vorn dabei. Ich habe nach der Matura habe ich als Reiseleiter gearbeitet für die Schweizer Firma Globus Tours und bin draufgekommen, das irrsinnigen Spaß bei den Amerikanern, bin ich da durch Europa gefahren, von Paris nach London durch Europa und dort die nächste Gruppe abgeholt. Und ich stehe eigentlich gerne da vorne am Bus und spiele den Kasperl und habe auch immer ganz gern, das ist so die übliche Karriere im Vorfeld, den Kasperl ein bisschen in der Schule gern gespielt. Und irgendwann einmal natürlich auch den Vater manchmal begleitet ans Filmset in seiner großen Filmzeit in den 60er Jahren. Ja, das ist wahrscheinlich so, dann doch ist das langsam gereift. Und irgendwann war dann halt der Entschluss zwischen... Nach beendetem Studium wirst du jetzt Anwalt oder also machst das Sichere, ja, auch der Anwalt muss schauen, dass er am Ball bleibt, aber oder hüpfst du in dieses komische Wasser, wo du überhaupt nicht weißt, wie das weitergeht. Und dann war mir doch dieses komische Wasser, das hat gewonnen. Ja, aber du hast ja auch nicht nur hier gespielt und gedreht, sondern du hast 12 Jahre in den USA gelebt und auch viele internationale Produktionen gemacht. Wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst und das so vergleichst, was war denn da für dich herausfordernder, hier bei uns zu drehen oder in Amerika? Naja, die Arbeit vor der Kamera ist immer die gleiche. Ich habe auch in Los Angeles, da habe ich gelebt 12 Jahre, habe auch einmal Theater gespielt, von Pinter ein Stück in einem sogenannten Off-Theater, wo man nicht in der Gewerkschaft sein musste. Das war recht spannend, weil da habe ich wirklich nur fürs Benzingeld gespielt. Mehr gibt es da einfach nicht. Das ist so ein sogenanntes 99-Seats, also ein 99-Sitzplatz-Theater. Da muss man nicht musste man damals nicht bei der Gewerkschaft sein. Das war ein bisschen eine andere Arbeit vom Enthusiasmus her. Das war recht spannend. Alles andere vor der Kamera, ich sage immer, die kochen auch nur mit Wasser. Der einzige Unterschied ist, manchmal kochen sie mit einem Wasserfall. Also manchmal ist es schon so, dass man merkt es dann, ich habe eine Serie mit Robert Wagner gedreht. Ja, da wird dann halt ein halbes Stadtviertel abgesperrt, weil Geld spielt keine Rolle. Also das ist manchmal dann auch abgeschafft. Die Arbeit selbst vor der Kamera, das Bemühen, das darzustellen, worum es geht, das ist bei uns genauso wie drüben. Und wenn du dir das so überlegst, was liegt dir mehr oder was gefällt dir mehr, Bühne oder vor der Kamera zu stehen? Ich war jetzt lange nicht mehr auf der Bühne. Ich versuche so diese Bühnendynamik wachzuhalten mit Lesungen. Ich mache Lesungen, auch mit Barbara zusammen, immer wieder. Das habe ich schon während der Schauspielschule gemacht. Diese Idee zu sitzen mit Texten, ganz allein, ohne Schnickschnack und Leute eineinhalb Stunden bei der Stange zu halten, das ist schon spannend. Das Theater, ja, das Problem ist nur, ich war nie der Typ, der jetzt in Ensemble gehen würde. Ich habe mal vorgesprochen am Burgtheater damals, weil das so üblich war nach dem Reinhardt-Seminar. Ich bin dann aber zum zweiten Mal gar nicht mehr hin, weil ich wollte auch reisen und herumfahren und da bietet der Film halt
wenn es funktioniert. Es muss funktionieren, denn man hat ja keine Garantie, aber da bietet der Film halt mehr. Mhm. Also insofern, und es ist schon spannend vor der Kamera, weil natürlich alles, was ich vor der Kamera mache, ist so reduziert und da reicht eigentlich oft nur ein Gedanke. Und wenn ich dann nach längerer Zeit wieder mal Theater gespielt habe, dann habe ich oft gehört von Regisseuren, größer, 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 weil das natürlich der letzten Reihe nicht nur das Senden und das Sprechen, sondern einfach auch das, die ganze Körperlichkeit sozusagen, muss man ja in der letzten Reihe auch sehen. Mhm. Nicht? Weil du auch die Barbara erwähnt hast, seit 1990 bist du mit Barbara Wussow verheiratet. Es ist auch sehr spannend, gerade in so einer Künstlerehe oder gerade auch bei so Prominenten sind ja die Ehen oft immer sehr skandalgebeutelt, bei euch überhaupt nicht. Was ist euer Geheimnis? Na, wir streiten so, dass niemand zuhört. Das ist ganz einfach, wir machen das. Nein, es ist so, dass wir auch viel Glück haben, dass wir als Schauspieler jetzt keine Ego gegenüber, also wir selbst haben jetzt keine Ego-Probleme dem anderen gegenüber. Viele haben gesagt, ihr werdet geschieden, wenn ihr das erste Mal auf Theatertournee geht, weil da seid ihr 24 Stunden zusammen, jeden Abend in einer anderen Stadt auf der Bühne. Also wir haben drei tolle, erfolgreiche Tourneen gemacht und das hat uns überhaupt nicht geschadet. Einmal sogar war unser Sohn schon auf der Welt, das war ein bisschen stressig mit Samsonite Kinderbett und ich weiß nicht was herumrennen. Aber ja, es hat auch auf der Bühne funktioniert. Wir wurden vorgewarnt. Ein Veranstalter ohne Namen hat gesagt, er musste mal mit dem Hubschrauber einspringen, weil sich das bekannte Ehepaar abgewatscht hat auf der Bühne vor lauter. Die Spannungen haben sich so aufgebaut, dass die dann irgendwann einmal da gespielt haben und das hat nicht so funktioniert. Also bei uns war das zum Glück bis jetzt nicht so. Du hast mir auch mal erzählt, dass ihr auch euren Humor, euren teilweise auch schrägen Humor gegenseitig, dass ihr euch daran gewöhnt habt und dass ihr euch gerne auch so, wie sagt man, heckelt, neckt. Ja, also es ist so, würdest du Barbara jetzt fragen, wenn du sie einmal bei anderer Gelegenheit fragst, würde sie wahrscheinlich sagen, mein schräger Humor. Sie hat nicht so unbedingt schrägen Humor, aber sie versteht meinen. Und damit ergibt sich ein gemeinsamer Humor. Und sie nimmt nämlich immer alles ernst, was ich so von mir gebe. Und das ist ganz gut so. Und du hast auch mal so nett in einem Interview gesagt, dass Barbara ist für dich lebensabendfüllend. Was wirklich ein schönes Wort ist. Barbara ist lebensabendfüllend, habe ich gesagt. Ja, hast du gesagt. Was habe ich damals gemeint? Mit ihr kann man alt werden, wahrscheinlich gut übersetzt. Ja, ja, nein. Lebensabendfüllend, eine interessante Wortschöpfung. Also ich, wenn ich dir jetzt sofort sage, was ich gemeint habe, würde ich lügen. Ich kann mich nicht mehr so erinnern dran. Aber wahrscheinlich habe ich gemeint, dass wir, es ist uns nicht langweilig. Mhm. Also egal, was es ist, entweder es gibt halt die üblichen Spannungen unter Freiberuflern, dass wir halt schauen, wer macht was, wann, wo oder wie geht sich das aus und überhaupt jetzt mit zwei Kindern natürlich. Also das füllt schon einmal alles aus. Ich bin ja in Pension seit 5 Jahren, also mir kann nicht langweilig werden. Andererseits auch die Harmonie, die ja auch da ist, wo man sich aufeinander verlassen kann. Das ist für den Lebensabend, in dem befindet man sich mit 70 natürlich, vielleicht sogar schon ein bisschen weiter, ist das natürlich lebensabendfüllend. Jetzt habe ich es neu definiert. Na bitte, perfekt. Ja. Stichwort 70er, den du jetzt gerade angesprochen hast, diesen Geburtstag feierst du jetzt bald. Was wünschst du dir zum Geburtstag? Witzig, diese Frage. Ich bereite einen Film über uns vor, den wir vor unseren Gästen vorführen. Auch da machen wir so einen sogenannten Neuenglisch Word Rap und da stelle ich mir selber die Frage, was wünsche ich mir? Und jetzt kommt diese Antwort, wo Barbara sicher sofort die Augen verdrehen würde und möglicherweise auch hier aufsteht und geht. Ich wünsche mir immer genug Küchenrollen zu Hause und Kabelbinder. Ich bin ein kompletter Fanatiker von Küchenrollen und Kabelbindern. Und das möge mir nie ausgehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was hast du damit vor? Was machst du mit Kabelbindern? Ich liebe Küchenrollen, die werden überall verwendet. Das geht so schnell, ratsch, das kann man dann als sozusagen, man hat ein gutes Gefühl, es sieht ja recycelt auch.
Und im Auto habe ich sie dort, und wenn so irgendwas schnell ausgeschüttet wird und dann nicht irgendwelche abgeschlapften Schwämme verwenden, was nichts, zack, Küchenrolle drüber, sauber, Fenster putzen, Auto, alles mit Küchenrollen. Also, und die Kabelbinder, ja, da wird überhaupt alles zusammengebunden, was nur irgendwie, ich weiß jetzt demnächst, wenn meine Knochen beim Sport nicht mehr mitmachen, werde ich sie auch an mir verwenden. Also du bist ein sehr organisierter Mensch. Nein, im Ernst, was wünsche ich mir? Das Übliche, gesund und vor allem noch wichtiger als Gesundheit, Zufriedenheit, dass man nicht hadert mit irgendwelchen Dingen, die passieren im Leben oder vielleicht noch passieren, hoffentlich nicht passieren. Das ist einfach, ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was bis jetzt gewesen ist, inklusive unserer beiden ganz lieben, toll geratenen Kinder. Auch wenn ich manchmal anders reagiert habe. Und wenn du noch so ein bisschen zurückblickst auf dein Leben und dir so diverse Situationen durch den Kopf gehen lässt, gibt es irgendetwas, was du bereust, entweder gemacht oder vielleicht sogar nicht gemacht zu haben? Nein, weil diese berühmten Kreuzungen, wo man sagt, gehe ich jetzt da oder gehe ich da? Ich habe zum Beispiel eine tolle deutsche Serie, wie ich zurückgekommen bin aus Amerika, abgesagt, weil ich dachte, ich passe nicht. Mhm. Ich passe, das ist nicht meine Rolle, das war eine Komödie und so weiter. Und der sie dann gespielt hat, hat eine Riesenkarriere in Deutschland dadurch gemacht. Das wäre ein Fehler gewesen, weil ich war lange weg und das wäre ein toller Einstieg gewesen. Es kam dann das Schlosshotel Ort wieder in Österreich und so. Aber trotzdem, ja, bereue ich das vielleicht, hätte ich damals ja sagen müssen. Hat aber keine vergossene Milch. Ich meine, es ist so. Und sonst, nein, es waren Gott sei Dank wahrscheinlich Entscheidungen, die ich getroffen habe, die besser waren als andere. So muss man es ja auch sehen. Wer weiß, was mit den anderen passiert wäre. Also, wie gesagt, der Lebensbogen stimmt für mich. Du bist ja auch sehr vielseitig, also nicht nur Schauspielerei, du schreibst auch Drehbücher und du hast ja auch ein Unternehmen gegründet mit so Videoporträts bietest du an. Also dann quasi auch hinter der Kamera. Na, das ist spannend, ja, wobei ich mache das, was du jetzt machst. Das macht jemand die andere, die Kamera für mich. Aber ich bin draufgekommen, heute muss man übers Internet präsent sein. Und Freiberufler, und um die geht es in erster Linie, weniger als Geburtstage oder solche Sachen, das mache ich eigentlich nicht. Freiberufler, Anwälte, Ärzte, die sich präsentieren auf YouTube oft oder so oder ähnlichen Plattformen, sind furchtbar steif. Also die werden dann so, das wird dann so sehr steif, läuft das ab. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich nach fast 40 Jahren vor der Kamera kann ich da vielleicht doch ein bisschen mithelfen, dass die anders rüberkommen. Ohne dass man sie inszeniert, weil sie sind keine Schauspieler, sollen sie auch nicht. Ne? Aber ihre Persönlichkeit vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Und das funktioniert jetzt wieder. Durch Corona ist das natürlich, kaum habe ich begonnen, ist das gleich mal abgestürzt. Aber es beginnt jetzt wieder anzufangen. Gibt es eigentlich noch irgendeine Traumrolle, die du gerne noch spielen würdest oder verkörpern würdest? Also der Hamlet würdest? Ist es nicht. Ich möchte einmal den Hamlet spielen. Nein, ich würde gerne, ich habe jetzt in letzter Zeit mal so Mörder gespielt in Krimis. Also so einen Typen, der gebrochener ist, als ich wirke. Weil ich da glaube, dass ich da sehr viel in mir drinnen habe, wo das schon gut funktioniert. Weil die Mörder waren auch gut. Am Anfang hat es keiner geglaubt und dann kippt das in der Rolle und dann bringt man es glaubhaft drüber. Und das ist schon spannend auch, wenn man nicht gleich so ausschaut wie der Mörder. Also so ein bisschen so gegen den eigenen Typ besetzt. Ja, auch, ja. Sind eigentlich die lustigeren oder eben diese dramatischen Rollen schwieriger zu spielen? Die lustigeren. Okay. Also Comedy ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger. Zu schreien vor der Kamera, ich habe einmal mit Birgit Doll einen tollen Film gedreht, Rainer Erler, da hatte ich eine Vergewaltigungsszene mit ihr, in Singapur haben wir das gedreht, überall auf der Welt. Man muss nur über da drüber und das ist viel, viel, also meine Meinung, viel leichter als Komödie, wo das so punktgenau sitzen muss. Rausplärren auch am Theater. Plärren ist relativ einfach, sage ich mal. Lieber Albert, leider sind wir schon wieder am Schluss. Zum Geburtstag gratuliere ich dir noch nicht, weil das soll man ja im Vornhinein nicht machen. Aber es hat mich sehr gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast und hier warst. Danke, es hat viel Spaß gemacht. Dann wären wir wieder bei der Komödie. Ja, genau. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle. Bitte bleiben Sie gesund.